Hallo und herzlich willkommen bei meiner Real-Life-Story. Wisst ihr Bescheid, Leute? Ihr habt heute mit dabei meinen Sohnemann. Der Kleine hier. Sag mal hallo. Hallo. Da habt ihr die große Zicke. Hallo. So, jetzt geht's weiter, Leute. Jetzt zeig ich euch was. Jetzt kommt meine süße Frau. Hi. Und jetzt kommt mein bester Kumpel. Die kleine Ratte. Jo, Leute, ihr wisst Bescheid. Wir sind wieder mal unterwegs in Dresden. Weil ihr würdet euch wundern, warum heute kein Livestream kommt. Um 19 Uhr, denke ich schon, ne? Wird keiner kommen. Darum würde ich sagen, weil wir heute hier ein bisschen unterwegs sind. Ja, genau. Fall du am besten wieder hin. Ist ja nichts Neues. Und Leute, was würde ich euch gerne sagen auf dem Weg? Wenn ihr irgendwas. Ja, die Lieder-Story. Was wollte ich sagen, genau? Ja, genau. Was wollte ich ansprechen? Es ging darum, ich möchte nachts bitte nicht gestört werden, wenn ich in meiner Privatsphäre schlafe. Ne? Wisst ihr Bescheid, Leute? Privatsphäre, schlafe in der Privatsphäre aus, Mensch. Ist mir egal. Ja. Ich habe einen Stream vorher gemacht, alles drum und dran. Und was ist passiert? Ich werde 23:45 oder was war es? 23:45? Ja, genau. Werde ich angerufen, werde eigentlich mehr oder weniger terrorisiert davon, weil ich überhaupt nicht leiden kann, wo ich dann eigentlich mal sagen kann: Ja, bam, Alter, weißt du? Das habe ich jetzt natürlich nicht aufgenommen. Was? Das habe ich jetzt nicht aufgenommen. Hast du? Nein, das habe ich nicht, weil ich habe dein Gesicht. Ja, aber ist einfach so. Dann könnt ihr einfach hier, könnt ihr hier die Faust, könnt ihr einfach in der Hand aufgeben bei sowas. Wenn ihr irgendwas wollt von mir, Leute, ihr könnt mich jederzeit erreichen auf dem TS. Ihr könnt mir eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Ihr könnt mich so anschreiben. Ihr könnt mir Facebook anschreiben. Könnt ihr alles machen. Ich hab Steam, ich habe Twitter, ich habe hier Instagram. Schreibt mir eine Nachricht, Leute. Aber ruft mich bitte nicht nachts an. Das ist meine Aussage an euch, Leute. Weil wenn ihr genug Spaß noch haben wollt, ansonsten lösche ich diese WhatsApp-Gruppe, weil ich dann irgendwie keinen Bock mehr dazu habe. Wisst ihr Bescheid, Leute? Und ja, würde ich sagen, hören wir uns später nochmal. Ich wollte euch nur die Anmerkung euch geben erstmal, ne? Es wird auf jeden Fall noch was kommen. Wir machen noch viele Bilder und alles. Und ja, wisst ihr Bescheid, Leute, ne? Peace out.